Hi Leute, willkommen zurück zu Third Age Total War an diesem Mittwoch. So, ja, ich habe ja unter den Kommentaren jetzt schon häufiger gelesen, auch schon in den eben anderen Parts. Also ich habe ja gestern auch einen aufgenommen, also den Part für gestern auch schon mal aufgenommen und so, aber jetzt einen Tag später habe ich mir so überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich die Sachen mal in Angriff nehmen oder nicht? Und jetzt habe ich gerade was ausprobiert. Und zwar haben ja die ein oder anderen schon unter ehemalige Videos, wo ich hier noch nicht Vorschattraum und Karas Ninglo erobert hatte, geschrieben, hier gebt Bruchtal und so weiter auf. Ja, das will ich ja nicht. Aus dem Grund, da ist das für mich rollenspieltechnisch sozusagen, einfach vom Universum her, nicht in Betracht kommt für mich. Andere haben dann geschrieben, ja, dann verlegt doch wenigstens die blöde Hauptstadt. Ja, und jetzt habe ich das gerade eben mal ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt die Hauptstadt verlegen. Ihr werdet auch gleich sehen, aus welchem Grund. Ich weiß nur noch nicht so richtig, welche Stadt ich als Hauptstadt haben möchte. Ich glaube, wir werden Süd-Midland nehmen. Einfach weil das die größere ist, weil Midland selber hat irgendwie nur 400 Einwohner und Süd-Midland hat 3900 und hat diesen wichtigen Hafen und alles. Und hat ja auch diesen Lostirion-Stein. Ja. Von dem her würde ich sagen, machen wir Süd-Midland zur Hauptstadt. So, ich möchte euch jetzt nur das mal schön zeigen. Momentan machen wir einen Gewinn von 438. Ja. Und jetzt machen wir das hier. Jetzt kostet es uns 5000, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen ins Minus natürlich, aber trotzdem. So, boom. Ja, neuer Sitz der Macht. Die neue Hauptstadt wird sicher helfen, die eigenen Länder besser verwalten zu können. Das ist ja das Problem, die Korruptionskosten sind ja so pervers, gell? Und jetzt schaut euch das hier mal an. Unser geplanter Gewinn liegt jetzt bei 2971. Also einfach viel, viel mehr Geld, als wir davor pro Runde bekommen haben. Und das Geld braucht man auch einfach. Weil ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das so mit dem Geld, was wir jetzt haben, so wirklich gut durchhalten. Natürlich macht das Ganze ein bisschen spannender. Da bin ich mit euch, stimme ich da garantiert überein und so. Aber ich denke auch, dass hier in diesem Fall diese Korruptionsspielmechanik, die wir ja hier haben bei Medieval, dass die hier auch ein bisschen fehl am Platz ist. Ich kann mir das bei Elben einfach nicht vorstellen, dass die irgendwie korrupt sind oder so, gell? Aber jetzt haben wir hier halt eben eine Korruption zum Beispiel von 77, ja, durch die Entfernung zur Hauptstadt und so weiter. Aber ich denke, das sollte jetzt erstmal passen, wenn wir das jetzt mal so lassen und damit jetzt ein bisschen agieren, weil wir brauchen einfach Geld, weil wir müssen gegen Dunland kämpfen, wir müssen hier oben kämpfen. Aber wie gesagt, der Hauptgrund für die Entscheidung ist jetzt tatsächlich, oder ich möchte das jetzt einfach so ein bisschen begründen, einmal, dass das meiner Meinung nach bei den Elben nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, ja. Und zum anderen finde ich, ist es ja auch immer geschickt, wenn man die Hauptstadt dahin verlegt, wo sie ein bisschen sicherer ist. Weil Bruchtal ist ja gar nicht so sicher. Ja, also es ist ja auch heute noch manchmal so, gell, dass man manchmal auch die Hauptstadt nicht unbedingt in die größte Stadt verlegt oder in die beste von allen, sondern manchmal ja auch tatsächlich in die Stadt, die einfach momentan vielleicht auch so am sichersten ist. Hat man in der Geschichte ab und zu mal beobachtet. Und beobachtet man auch heute noch. So, von dem her mache ich das jetzt mal so. Dann sind wir nämlich in zwei Runden raus aus den Schulden. Und genau, dann läuft es für uns einfach auch ein bisschen besser. Und dann können wir auch mehr machen. Und dann können wir auch mal hier irgendwo angreifen und so. Und dann passt das, denke ich. Ich hoffe, die Entscheidung ist für euch in Ordnung. Würde mich freuen, wenn ihr es mir in den Kommentaren schreiben würdet, ob das jetzt okay ist oder ob ihr das jetzt richtig scheiße von mir findet oder wie ihr das findet halt eben. Oder ob ihr euch denkt, boah, Gott sei Dank, endlich macht's der Yannick. Ich bin schon am Verzweifeln mit ihm gewesen. Könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich hoffe, dass das für euch dann jetzt passt. Ja, für mich war es ehrlich gesagt auch keine leichte Entscheidung. Wieder Elben verlassen, Mittelerde. Ich habe es gerade eben auch mit Super Pauko und mit Baemin durchgesprochen, beziehungsweise kurz geschrieben. Die haben auch gemeint, das wäre in Ordnung so. Ja. Gut, okay. Wir haben jetzt noch eine Runde. Nächste Runde haben wir dann Plus. Und dann werden wir mal schauen, was wir dann mit unserem Geld anstellen, das wir jetzt hier so erwirtschaften. Neue Einheiten zum Beispiel rekrutieren. Vor allem hier unten brauchen wir neue Einheiten, ganz klar. Hier. In Barad Eden und so weiter. Dann können wir jetzt von mir aus auch hier nochmal
Wobei, nee, lass mal die Provinz mal auf normalem Steuersatz. Hier haben wir niedrigen Steuersatz, das ist okay. Hier können wir auch mal noch den niedrigen einstellen, damit wir hier in diesen Provinzen, wo immer Leute weggehen, durch dieses Elden-Skript auch noch ein bisschen mehr Einwohner haben. Hier lassen wir es auf normal, das ist völlig in Ordnung. Niedrig, niedrig, niedrig und normal. Das was hier machen wir, ach komm, nee, das passt, niedrig. Lass mal hier normal. Okay, lass mal einfach mal das Geld so, wie es jetzt ist. Genau, sobald wir jetzt hier eben mal die erste Welle an Dingern durch haben, gehen wir hier wahrscheinlich überall vielleicht auf normal oder hoch und dafür, also an Erhöhung der Einwohnerzahl hier, an Bevölkerungswachstum, sobald wir mal die 1500er-Schwelle erreicht haben, wird man da in den Städten wahrscheinlich auf normal oder auf hoch gehen oder so und dann dafür in den anderen, wo wir jetzt auf noch so ganz wenig Einwohner haben, dann da ein bisschen höher stellen das Ganze. Ein bisschen niedriger, Entschuldigung. So, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle einfach nochmal eine Runde und gucken dann jetzt mal, wie es da hinten aussieht, weil dann könnten wir da vielleicht bald mal angreifen. So. Ja, ich denke schon, dass das eine Sache ist, die jetzt ganz in Ordnung ist. Hoffe ich zumindest. Auch für euch. Aber dann geht's mal ein bisschen voran. Und wir haben ja trotzdem genug Fronten, an denen wir kämpfen müssen. So ist ja auch nicht, gell? Ich meine, wir müssen ja das Geld, das wir jetzt haben, auch sinnvoll investieren. Wir müssen jetzt ja hier im Westen Truppen rekrutieren und können dann hier vorrücken und genauso auch im Osten. So, nee, wollen wir nicht. Yes, my lord. Okay, das sind immer noch keine. Das ist gut. Elven Warriors. Yes, my lord. Auf der anderen Seite hätte es das mit Sicherheit spannender gemacht, natürlich, aber ja, ich denke, es passt. Ich sollte aufhören, jetzt endlich die ganze Zeit darüber zu reden, gell? Aber ihr merkt, mir ist das halt schon wichtig und ich bin da immer noch so ein bisschen selber auch ein bisschen zwiegespalten, wie ich das denn machen soll. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt einfach passt so und das soll jetzt genug sein von dem, was ich jetzt darüber geredet habe. Gut, was können wir jetzt machen? Ich würde vorschlagen, ich möchte hier oben ganz gerne nochmal eine Einheit Bogenschützen rekrutieren. Genau, nochmal eine Einheit Bogenschützen hier und dann möchte ich da oben noch eine Einheit Schwertkämpfer rekrutieren. So, in etwa vielleicht erstmal. Vielleicht tatsächlich auch nochmal eine Einheit Bogenschützen, weil wenn wir jetzt sagen, zwei Bogenschützen hätten wir jetzt, dann nochmal eine Einheit Infanterie hier hinten, drei Einheiten Bogenschützen, zwei Einheiten Infanterie und eine Einheit muss man ja hier drin lassen und eine eigentlich auch mal wieder darüber schicken, dann passt es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, den General schicke ich jetzt mal hier rüber. Das passt dann auch. So, und da oben sollten wir jetzt eigentlich bald mal bei den Waldelben ankommen, damit wir mit denen auch mal verhandeln können. So, und wie sieht es jetzt hier aus? Dunkelstadt hat immer noch relativ viele Truppen. Okay, dann möchte ich gleichzeitig mal hier oben gucken, wie es hier aussieht. Vielleicht können wir da tatsächlich jetzt wirklich mal vorrücken. So. Lasse ich mal diese Schwertkämpfer der Quendi hier drin. Marschiere jetzt mit den Truppen mal da hoch und nehme dann vielleicht hier noch ein, zwei Einheiten mit. Beispielsweise diese beiden hier erstmal. Oder brauchen wir so viele? Ja, doch, eine Einheit Infanterie wäre durchaus geschickt. Dann nehmen wir die zwei Einheiten da mal rein. Natürlich machen wir jetzt hier dafür in diesem Gebiet hier, also Bruchtal, Wasserraum und Chaos Ninglor und so weiter, weniger Geld, aber das ist jetzt auch erstmal so ein bisschen nebensächlich. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal hier eine Provinz zu erobern, die einigermaßen in der Mitte liegt, um dann da das Problem ein bisschen zu verteilen. Was weiß ich, Tarbat, wobei ich das eigentlich ein bisschen sinnlos finde, das als Hauptstadt zu setzen. Das macht für mich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ich finde Midland bzw. Südmidland ist da noch eine vertretbare Sache, aber mit ein bisschen Abzügen müssen wir halt eben dann doch leben. Ich denke, wir wechseln dann vielleicht irgendwann mal wieder nach Bruchtal zurück, je nachdem, wie es halt eben geschickter ist. Das werde ich ab und zu mal ein bisschen ausprobieren. Ich meine, wenn wir jetzt hier Dunkelstadt erobert haben, Stahlfest, vielleicht noch ein paar andere Gebiete ringsrum, vielleicht macht es dann wieder mehr Sinn, hier die Hauptstadt zu haben.
Und immerhin einen kleinen Nachteil haben wir ja auch, weil ich meine, 5000 Gold Abzug ist jetzt gar nicht so wenig, gell? Das muss man auch sehen. Auftrag fehlgeschlagen, Land Ankren. Ach so, den Hafen besetzen war es, glaube ich, gell? Ja, kann sein. Moment mal ganz kurz. Okay, hier sieht es gerade ganz ordentlich aus. Ich bin nur am Überlegen, ob wir jetzt gerade hier rüber angreifen wollen oder hier rüber. Ich glaube, wir greifen so rüber an. So. Und jetzt bauen wir hier überall nochmal ja, Einheiten. Vielleicht können wir auch gerade hier nochmal ein bisschen nachrekrutieren. Und dann schauen wir auch bald mal noch nach irgendwelchen. Oh, Ortschaft wächst, Südmittland. Cool. Holzmauer können wir jetzt hier bauen. Südmittland wächst tatsächlich hier. Super. Ja, dann machen wir das doch. Bauen wir hier das Ding auch mal aus. Und wie gesagt, in zwei Runden haben wir hier dann Truppen fertig, die wir auch nach hier unten schicken können. Uiuiui, fuck. Vielleicht müssen wir dieses Dorf hier jetzt auch erstmal gleich aufgeben und kämpfen lieber woanders gegen die, anstatt hier unsere Truppen zu verlieren. Komplett, ja. Ja, das werden wir wohl machen müssen. Ja, weil die Armee ist gerade zu heftig. Die schaffen wir hier nicht. Die können wir nicht verteidigen, die Stadt. Dann ziehen wir uns hier gerade mal zurück. So, kann er uns jetzt da erreichen? Nein, kann er nicht. Hier, die Einheit schicken wir da noch rein. Die Einheit schicken wir da rein. Und dann wahrscheinlich nochmal ein paar mehr Einheiten. Ich hoffe, wir kommen bis da, dann dahin, darunter, bis wir die brauchen. Die Einheit Bogenschützen schicke ich auch mal gleich noch hier runter. Uiuiui, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, dass die jetzt gerade ausgerechnet jetzt hier angreifen. Aber ich denke, wenn sie die Stadt besetzen, dann werden sie auch nicht mit allen Einheiten hier auf uns oder uns hier angreifen. Und auf dem offenen Feld können wir die sicher auch besiegen. So. Gut. Gott sei Dank habe ich das gesehen, weil das hätte richtig nach hinten losgehen können. Dann beenden wir die Runde und probieren hier jetzt nochmal das Bündnis. Immer noch abgelehnt. Okay, dann halt nochmal in der nächsten Runde. Ich verstehe nicht, warum die die Karteninformationen nicht mit uns annehmen wollen. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich blöd. So. Naja, was soll's. Ja, Minas Girth Ritlin wurde jetzt erobert. Mussten uns da jetzt, wie gesagt, mal eine Runde zurückziehen. Das wäre sonst, glaube ich, einfach zu brutal geworden in der Stadt. So, jetzt probieren wir nochmal unser Glück. No, we cannot agree to this now. Another proposition for us Wollte then. wenigstens das so annehmen I jetzt. do not believe Immer noch that nicht. Dann with müssen wir es all our nächstes efforts Mal to fail einfach like that. anders annehmen. Oder anders machen. Ist die Frage, kommt er jetzt bis da runter? Nee, Gott sei Dank nicht. Und von da wird er wahrscheinlich schon darüber Yes, my kommen. lord. So. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir hier die Truppen mal rekrutiert. Zwei Einheiten werden da jetzt nächste Runde gebaut. Ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich hier diese Einheit auch schon mal losschicke. Hier runter und auch diese Einheit mitnehmen. Und dann können wir in der nächsten Runde hier eben von hier oben eine Einheit auch noch hier runter schicken. Das passt dann schon. Des Weiteren wird da hinten, soweit ich weiß, jetzt ja auch diese Einheit Schwertkämpfer der Quendi rekrutiert. Das ist super. So, dann können wir jetzt hier die Gruppen vereinen, die Armee, und hier rüber marschieren. Und dann hier rüber und da dann bald diese Provinz hier angreifen. So. Und schauen, was da so drin ist als Nagerplänkler und ein General. Okay. Aber wie gesagt, erstmal Dunkelstadt, das ist jetzt viel, viel wichtiger in erster Linie mal. Und dann schauen wir mal weiter.
Und hier, wie gesagt, ziehen wir uns mal ein bisschen hier zurück und rekrutieren oder nehmen jetzt mal hier die Truppen so mit. Können wir von hier darüber in eine Runde? Ja, könnte man. Von da dann nicht ganz. Moment, wahrscheinlich, wenn wir es so machen, dann auch noch nicht. Okay. Blöd. Naja. Dann, wie gesagt, wenn wir jetzt hier noch mit diesen zwei Einheiten hier da sind, dann haben wir drei Einheiten. 4, 5, 6, 7, 8. Und dann hier noch den General oder die Speerträger. 9 Einheiten. Und das sollte dann wirklich passen. Und jetzt sollte auch hier bald das Dorf ausbaufähig werden. Noch, ja, bisschen weniger als 200 Einwohner. Gut. Gut, wunderbar. Das ist doch super. Ich denke, auch hier mit der Armee sollten wir die Stadt hier belagern können. Das sollte eigentlich schon funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir einen Angriff uns leisten können, aber eine Belagerung geht auf jeden Fall. Die würde ich übrigens auch erstmal vorziehen. Erstmal nur zu belagern, anstatt anzugreifen, weil, wie gesagt, wir müssen trotzdem schauen, dass wir nicht so viele Verluste haben, ganz klar. Ui, jetzt ziehen da Truppen ab. Das ist super. Das hätten wir doch von, wenn wir jetzt hier stehen würden, hätten wir da jetzt so angreifen können, vielleicht sogar. Aber jetzt stehen hier nur noch ein bisschen oder ein bisschen weniger Einheiten drin. Der hat aber gerade auch einen Haufen da abgezogen. Naja, dann belagern wir hier jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal so und dann sehen wir mal weiter, wie es aussieht. Gegen später. Gut. Passt erstmal. Orks Nebelgebirge ist sehr schwache Beziehungen, war ja irgendwie auch klar. So, die Einheiten werden jetzt hier auch rekrutiert, das ist super. So, und er zieht hier oben mit dem Großteil seiner Armee ab, wie es aussieht, erstmal. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich unsere Armee noch aufstellen, denke ich, bevor was Schlimmes passiert. Hier die Bogenschützen nehmen wir da rein, damit die beiden Einheiten da unterhaltsfrei bleiben. Jetzt machen wir schon wieder relativ wenig Geld. Also ihr merkt, wir hätten uns das Ganze hier gar nicht leisten können, wenn wir nicht jetzt die Hauptstadt verlegt hätten. Und ich würde jetzt behaupten, dass wir trotzdem, obwohl wir jetzt dieses Geld hier mehr haben, diese 3000 pro Runde, jetzt noch nicht wirklich viel stärker geworden sind. Okay, wir haben einiges rekrutieren können und können immer noch ein bisschen was rekrutieren. Aber extrem mächtig sind wir deswegen nicht. Okay, wir haben auch noch dieses Ding hier verloren, was natürlich auch nochmal einen Unterschied macht. Aber klar, die Provinz Minas Gerithlin haben wir verloren. Aber trotz allem, denke ich, ist es immer noch ein weiter Weg, bis wir wirklich mal richtig mächtig sind. Vor allem bei solchen Gegnern, die so viele Einheiten haben wie Dunland oder auch die Orks des Nebelgebirges. Apropos Orks des Nebelgebirges. Hier wird mal angegriffen. Und ich denke, die Schlacht schlagen wir in dem Part noch. Ich möchte euch ja auch noch was bieten. So. Also bis auf die taktischen Sachen, aber auch noch eine Schlacht. Ist doch immer eine schöne Sache. Und ich glaube schon, dass wir das gewinnen können. Hier steht zwar das Kräfteverhältnis 2:3. Aber Moria Orks haben wir ja schon öfters mal getötet, glaube ich. Wobei, nee, die nicht. Die Moria Kreise haben wir schon öfters erledigt. Naja, mal gucken, ob sich hier unsere Elben ein bisschen übernommen haben. Oder ob wir das schaffen. So, dann erstmal rein ins Gefecht. Und Daumen drücken, ja, dass wir das tatsächlich gewinnen. Mit jetzt nicht unbedingt tausenden Verlusten. Ich lasse jetzt hier erstmal die Belagerungsgeräte liegen und dann ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Ich check gerade die Stadt auch noch nicht. Die Stadt sieht ja cool aus. Richtige Orkstadt. Das ist halt die Frage, ob die KI das checkt. Uns hier ordentlich angreift. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich schon ganz gerne außerhalb der Stadt warten können. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn man jetzt hier mal ein bisschen vorspult.
Okay, sieht jetzt nicht so aus, als würde es funktionieren. Ja, die rennen da nur dumm rum. Ja, da müssen wir wohl selber mal hier rein in die Stadt oder in die Höhle, besser gesagt. Jo. Muss ich nur mal überlegen, wo wir uns dann am besten aufstellen. Hier vielleicht. So, dann spulen wir mal vor, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann, wie gesagt, gucken wir mal, dass wir uns hier halt gescheit aufstellen. Irgendwie, mir wäre es ja am liebsten irgendwie hier auf dieser Fläche hier. Sodass wir auch noch auf die schießen können, wenn sie zu uns kommen. Ich, keine Ahnung, kann auch sein, dass die da jetzt so rumbaggen und uns gar nicht angreifen, gell? Hallo, was macht ihr? Ich glaube, ihr rennt ein bisschen in die falsche Richtung, Jungs. Naja. Na gut, ich meine, wenn sie jetzt da hinrennen und uns wirklich auch nicht angreifen, dann erobere ich die Stadt halt so, gell? Habe ich auch kein Problem dann mit. So. Das ist jetzt der Witz, oder? Jetzt rennen die bis dahinter irgendwo. Der Hammer. Der absolute Hammer ist das. Die kommen wieder. Wie sehr kommen sie denn jetzt wieder hierher? Ja, es sieht schon so aus, als würden sie Stress wollen. Oh oh. Oh ja, sie kommen tatsächlich hier auf uns zu. Oder? Ja, sie kommen. So, dann müssen wir uns jetzt irgendwie so aufstellen, damit wir hier auch eine Chance gegen haben. Das heißt, ich hole jetzt hier mal meine Infanterie her. Ich habe das jetzt so ein bisschen vor zu schlagen, die Schlacht. Und zwar stellen sich jetzt die Bogenschützen hier hin. Vielleicht nehmen wir auch mal treffen die da was? Irgendwie nicht so richtig. Okay, jetzt stellen wir sie dann mal hier rüber. Ja, ich weiß nicht, schade, dass diese Städte da so rumbaggen wie die Sau. Finde ich echt schade. Ups. Schauen wir mal, was meine Kavallerie da gleich dagegen macht. Okay. Ja, das finde ich jetzt gerade echt alles ein bisschen seltsam hier, um ehrlich zu sein. Ja gut, ich meine, wir lassen es jetzt einfach hier mal so ein bisschen durchlaufen. Oh, fuck. Moment mal schön, da kommen Leibwache des Ork-Generals. Kommen da. Immer ein bisschen das Problem, wenn man das hier
so laufen lässt, gell, dann macht die KI immer irgendwelche Dinge, die unvorhersehbar sind. Oder was heißt unvorhersehbar, aber dann macht die KI immer irgendwelche schlauen Dinge manchmal. Oder überraschenden Dinge. Aber jetzt können wir sie hier mal auseinandernehmen. Ich habe halt leider irgendwie das Gefühl, dass unsere Munition am Ende nicht reichen wird, um hier die ganzen Orkmassen zu töten. So, wie gesagt, ihr schießt jetzt alle mal. Darüber. Okay, das war der feindliche General. So, das sollte jetzt. Okay, das war auch die Leibwache komplett. Okay, falls jetzt gleich diese Moria-Ork-Knochenspalte hier kommen, dann sollten die eigentlich vom General relativ ordentlich erledigt werden. So, mit denen schießen wir da drauf, mit denen schießen wir da drauf. Eine an ein Tier, eine an ein Tier. Ich habe ehrlich ein bisschen Angst vor dem Gefecht hier noch, gell? Bin gerade am Schauen, wie viele Minuten wir jetzt eigentlich schon in dem Part hier haben. Oh ja, schon einige. Werden wohl auch noch ein paar. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass das so... Was machen die denn? Sind die völlig irre? Dass die Schlacht jetzt hier so lange geht, hatte ich eigentlich nicht erwartet. Okay. Dann lassen wir mal die Fernkämpfer weiter feuern. Schauen wir mal, wie der Charge hier drüben jetzt aussieht. So. Sah doch ganz ordentlich aus. Perfekt war es allerdings nicht. So. Scheiße, Leute, wie macht man das jetzt hier? Bin echt am Überlegen, wie wir das Problem jetzt erledigt bekommen. Ich glaube, wir schicken jetzt erstmal die Schwertinfanterie darüber, hier außen lang, und lassen dann jetzt mal die zwei Einheiten Fernkämpfer hier nicht mehr weiterschießen. Und nehmen die dann dafür, um dann nachher vielleicht da irgendwo noch in den Rücken reinzuschießen. Jetzt lassen wir sie vielleicht doch nochmal schießen. Dann hoffen wir, dass wir das Gefecht echt gewinnen, ohne dass wir fast alles unserer Armee verlieren. Was natürlich echt dumm wäre. Hm. So. So, dann greifen wir jetzt hier mal so an, wie wir gerade angreifen. Und jetzt... Oh, ja. Snaga-Plänkler greifen jetzt hier schon an. Ganz verlustlos wird es wahrscheinlich auch nicht hier, das Gefecht der Vollens. Wir müssen jetzt auch mit den Bogenschützen hier rein. Keine andere Chance. Okay, die Snaga-Plänkler flüchten gerade. Okay, jetzt müssen wir es anders machen. Jetzt müssen wir mit dem General da außen rum. Und da angreifen. Mit den Fernkämpfern noch auf die Moria-Ork-Knochenspalter so gut wie möglich. So, und dann hoffe ich, dass wir das hier gewinnen. Wirklich. Weil so witzig ist das gar nicht. Der hat noch echt gute Truppen übrig und auch noch einige Truppen übrig. Jetzt chargen wir hier mal rein. Das sollte auf jeden Fall helfen. Wenn sie nicht so behindert chargen würden, dann wird es helfen. So.
Was, wie wäre es eigentlich mal, wenn ihr jetzt einfach mal einmal einen vernünftigen Charge hinbekommen würdet? Ich weiß auch, wo wir einen hinbekommen, und zwar da hinten rein, weil da geht's auch runter. Und sobald der Charge glückt, könnte es sein, dass man hier die ganzen Snaga-Plänkler und so in die Flucht schlägt und dann auch töten könnte. Ja, wunderbar. Das hat natürlich jetzt sehr geholfen hier. Jetzt wären natürlich noch Bogenschützen, die schießen könnten. Sehr hilfreich. Aber so geht's auch. So. Oh je. Hab mir das Gefecht echt anders vorgestellt. Ich habe gedacht, die rennen da raus und es ist schnell erledigt und es ging das so ewig. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. So. Ja, ich denke, das können wir jetzt auch noch ein bisschen weiter vorspulen hier. Ständig. Sollte auch bald mal die Nachricht kommen, dass wir am meisten Gruppen haben auf dem Stadtplatz da. Interessanterweise sterben irgendwie unsere Infanteristen schneller als unsere Bogenschützen. Und trotzdem sind mir meine Bogenschützen fast wertvoller als die Schwertkämpfer. So, jetzt sind wir im, haben wir das Kommando über die Stadt hier. Das sollten wir auch gleich gewonnen haben. Ja. 55 Mann verloren, ist glaube ich trotzdem noch in Ordnung. Oh, 32 Minuten Part. Ich wollte eigentlich wirklich mal gucken, dass ich in dem Let's Play die Parts nicht ganz so lang mache, weil ja, ist manchmal vielleicht ein bisschen zäh zum Schauen. Ja, oder was heißt zäh zum Schauen, aber manchmal schon ein bisschen, brauchst du ja schon ein bisschen, bis man das fertig geschaut hat. Ich denke, hier werden wir jetzt auch tatsächlich mal das Plündergeld nehmen. Ich meine, die 4254 nehmen wir gerne mit. 1800 Bevölkerung dafür töten, aber ich meine, immerhin, die Bevölkerung sind ja eh keine Elben oder Menschen oder so. Wie in den Rebellendörfern, sondern Orks. Und das Geld kann man durchaus gebrauchen mal. So, und dann würde ich sagen, machen wir genau jetzt schon einen Cut. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, mir hier zuzuschauen beim Spielen. Und ich konnte euch hoffentlich ein bisschen unterhalten. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, Leute.